Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime mit Chibi Let's Play in absoluter Dunkelheit. Aber mit unserem neuen Visor können wir auch sehen, wo wir sind und wo unsere Gegner auf uns warten. Ja, ich bin auch wieder hier an der Stelle, wo ich zuletzt gestorben war. Nur dass ich diesmal weiß, wo die Kamera da vorne ist mit Selbstschussanlage. So, und hier irgendwo war noch ein Pirat. Meines Wissens. Nee? Da. Doch. Wusste ich's doch. So. Und die Metro ist dann auch wieder da. So, da ist die Kamera. Die nicht wärmer ist als alles andere. Und sich deswegen auch nicht hier beim Thermalvisor abhebt. Kommt auch gleich wieder was von mir, von da oben runter gesprungen zu mir. Egal. Ich gehe jetzt zum Aufzug. Ja, wer hängt denn da ab? Ich kann ihn nicht scannen, aber ich sehe ihn. Wir gehen weiter. Ich lasse den Beam geladen. Sieht doch sehr toll aus. Und dann wackeln wir mal hoch. Hi. Hi. Guten Tag erstmal. Leider nicht. Ich wollte nur reden. So, hier habe ich auch alle Daten gescannt. Ja, ich kann auch nichts mehr genau erkennen. Ich hatte gehofft, wenn ich was übersehen hätte vorhin auf dem Weg hierher, dass es dann etwas heller leuchtet, aber ich habe anscheinend alles gut. So, wir kamen ursprünglich von da oben. Das sieht man echt nicht gut. Da ist eine Tür, interessanterweise. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung jetzt. Ja. Hier war der erste Zylinder. Wo kommt denn die auf einmal her? So, hier war der erste Zylinder, beziehungsweise hier haben wir den ersten Metroid hier in der Forschungseinrichtung gesehen. Da ist zumindest Muni drin. Und hier auch alles aus, der ganze Strom ist aus. Die haben uns echt in eine Falle gelockt, glaube ich. Naja, wenigstens können wir die Tür sehen. Und dich? So, dann ja mal. Okay. Ist aber auch interessant, dass der Thermalvisor auch durch Wände gehen kann. Also hier ist ja eine Kurve. Der Korridor hier ist ja ein bisschen also S-förmig gebaut. So, hier haben wir den Aufzug. Hier habe ich auch wieder Licht. Okay. Da nicht mehr. Aber gut, gut zu wissen. Dann fahren wir mal hoch. Ich würde am liebsten sagen, dann verlassen wir diesen Ort, aber in dem Raum, wo wir den Visor hier haben, war ja noch die eine Eisbeamschleuse. Das heißt, wir müssen irgendwann auch wieder her. Nachdem wir die Piraten hier erstmal ausgemerzt haben. Ich komme wahrscheinlich auch nicht einfach durch, oder? Das wäre natürlich viel einfacher. Doch, kann ich. Gut, dann fahren wir hier einfach wieder raus. Vollkommen unbeeindruckt. Und laufen wieder durch die Dunkelheit. Okay, ich dachte, hier wäre noch ein Gegner, der auf uns wartet. Und dann sind wir auch wieder hier bei dem Sonnensystem-Hologramm. Ich glaube, da kamen gerade Schüsse, oder? Ja, die sind hier. Sie haben auf mich gewartet. Ich bin mal so frei, ne? Ich bin mal einfach so frei. Ich habe nämlich keine Lust, diese Passage ein drittes Mal durchlaufen zu müssen.
So. La 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 la. Kann ich denn so irgendwie was? Ja, das Hologramm ist natürlich auch warm, ne? Und die Schalttafeln an den Wänden und allem. Ich sehe nichts. Ich gehe runter. Da unten. Ist das eine? Das sind mehrere. Sie sind alle wieder da. Kann ich nicht einfach hier so abhauen? Schnell, schnell, schnell. Wo bin ich? Ich bin jetzt rückwärts durch die Schleuse gegangen. Und hier stören andere Dinge. Ach, das sind die Drohnen wieder, ne? Die Wachdrohnen. Oh nein, die sind auch hier. Hör mal auf da! Ich glaube, ich habe jetzt beide auf einmal erwischt. Die Türen wurden wieder entriegelt. Das ist schön. Ist trotzdem Stockfinster. Ich brauche einen Beam. Hör mal auf. Diese Selbstschussanlagen, ne? Habe ich sie jetzt? Ich sehe Beinchen. Warte mal. Ich bin jetzt hier bei diesem Kämmerchen. Wo war denn da ist der Weg zu dieser Kuppe? Ich denke, das wird dann unser nächstes Ziel sein. Rides. Kisten. Und ich schieße dran vorbei. Ich wollte eigentlich irgendwie, dass die mit einem Schlag beide kaputt gehen. Alter, die hängen hier mal eben voll chillig ab, ne? So, geh kaputt. Ah, der Metroid ist frei. Ah! Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Ich habe aus Versehen immer einen Speedbooster genommen und nicht die Bomben. So. Lief jetzt ein bisschen weniger elegant als erhofft. Kriege ich den denn so weggeschossen? Nee, da ist was dazwischen. Das ist eine Scheibe oder so. Aber er ist so oder so auf mich aufmerksam geworden. Okay. War's das? Ja, das war's. Da hängt der nächste ab. Habe ich hier irgendwas noch zu scannen? Irgendwas? Nee, ne? Verhaltensmuster des Xenoms weisen verhinderte Reflexe bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. Oh, es stand mal eben da auf dem Spickzettel, den ich ein bisschen übersehen habe. Das kommt vor. Kommt vor. Hält den immer noch im Visor. Da. So. Missiles erschöpft. Schade. Ist irgendwo eine Kiste, die man so leicht erkennen oder erfassen kann? Nein. Ich gehe mal vorsichtig weiter. Ich habe den einen jetzt leider aus dem Fokus verloren, aber da ist der nächste. Natürlich Geländer. Das Geländer ist mir leider öfters mal im Weg.
bisschen. Ja. Okay. Wir kommen ein bisschen näher. Vielleicht kommen sie uns auch gleich entgegen. Ich möchte ehrlich gesagt erst alle niederballern, bevor ich ganz runter. Die sind natürlich auch genialerweise unter der, dem gläsernen Weg, ne? So, wenn ich jetzt runterspringe, dann greifen die mich beide an. Sonst. Ist da noch ein dritter gerade zugekommen? Anscheinend, wa? Ja. Ja, gerne. Wir können auch gerne zu dritt tanzen. Das ist kein Problem. So, erster Aufzug. Habe ich den vorher nicht gescannt, dass der deswegen nicht hochfahren wollte? Ich habe nämlich gesehen, wenn ich runterspringe, war das zumindest beim anderen Raum so, dass der nämlich automatisch wieder runterfährt. Ich muss mir da keine Sorgen machen, dass ich dann nicht mehr weiterkomme. War da vorher schon? Ja, von da kamen wir, ne? Genau. Ich muss mich jetzt ein bisschen neu orientieren, eben auch wegen der neueren Sicht hier. Du warst vorher aber nicht da drin, glaube ich. Warte mal, scan. Scan. Huch, da ist noch was? Ich habe immer noch was übersehen? Ach so, Brutbehälter bei 40% Auslastung. Temperaturen wurden korrigiert. Okay, solange es jetzt nichts Weltbewegendes war. Irgendwas, was jetzt gravierend wichtig gewesen wäre. Wo ich mir dann am Ende des Spiels dann denke, ach komm, dieses eine Prozentchen. Wo habe ich das denn vergessen? Das gravierende Prozentchen. Für unseren Fortschritt. So, ich brauche euch mal... Dich muss ich mit dem vollständigen Wavebeam erstmal niedermachen. Da ist dein Komplize. Da kommt Dampf aus der Wand, das ist normal. Und da sehen wir den nächsten Piraten. Sogar zwei, der eine hing an der Wand. Der kommt ab. Der Pirat ist viel zu groß für die Schleuse. Interessant. Nach welchem Maß wurde hier gebaut, wenn ich mal fragen darf? Ich meine, Samus ist schon sehr groß. Sie ist... Ich meine, ich habe das schon mal gesagt, ne? Dass ich das irgendwo mal her habe, von wegen Samus sei ohne Anzug 1,92 Meter groß. Ich tippe mal darauf, dass sie mit Anzug 2 Meter misst. Ja, dass noch so ein bisschen Absatz noch mit beispielt. Oh, Alter. Ich sehe nichts. Da ist bestimmt irgendwo noch eine... Ja, mindestens eine Kamera. Jawohl. Und irgendwas anderes ballert auch noch auf mich ein. Und ich habe kritische Energie. Ich muss noch weiter. Da ist ein Speicherpunkt. Gut. Was ist das für ein Raum? Ach, das war die eine Stelle mit der Hilfspassage. Ah. Oh nein, einer mit Tarnmodus. Ah. Und ich roll mich natürlich aus Versehen auch noch ein. Ja, genau. Nein. Stirb doch, danke. Oh nein. Ich sollte den Wärmevisor nicht ausschalten. Da ist der nächste. Der hat bestimmt auch Tarnvorrichtung. Weshalb ich den sonst nicht sehen könnte. Ohne. Ah, okay, der hat keinen. Oder zumindest ausgeschaltet. Ja, dann sollte ich den Vorteil doch mal lieber nutzen, ne? Okay. Ey, meine Energie ist kritisch. Und das, obwohl ich noch einen Energietank zuletzt gefunden hatte, ne? Nur ein, zwei Parts, glaube ich. Im letzten Part, oder? Hier war das Kartenterminal. Nee, da gucke ich ja auf den Weg, den ich gerade kam.
So muss ich die Karte halten. Ich muss mich umdrehen. Haben wir da vielleicht einen kleinen Gegner, der mir ein bisschen Energie gibt? Unsichtbare Gegner. Das ist schon ziemlich hart. Genau, und hier ist der verschneite Ort. Okay. Ist alles sehr kalt gehalten. Naja, es schneit ja auch, ne? Aber da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich hier einen Gegner erblicke. Energiekritisch. Mal gucken, ob wir hier zumindest was finden. Muni! Schön. Gut. Nee, warte. Wavebeam war schon richtig. Ich glaube zumindest, dass das so gedacht ist. Nee. Gebilde aus Kordit ist stark der Witterung angegriffen. Diese Tür wird nicht mit Energie versorgt. Muss ich das jetzt machen? Ich glaube zumindest, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. Ich hoffe es doch. Der Scan deutet darauf hin, dass sich eine Energieleitung hinter dem Gebilde befindet. Ja, die sehen wir ja. Und neulich im dunklen Raum hatte das schon ausgereicht. Warum geht es denn jetzt nicht? Was mache ich falsch? Ich gehe erstmal rüber zum Speichern, ne? Oder nicht? Das mit dem einen Speicherstand, das nervt mich ehrlich gesagt. Alle anderen Metroid-Spiele hatten den Vorteil, dass man drei Speicherstände hatte und man die auch von A nach B kopieren konnte. Hier ist alles auf einem Speicherstand und wie gesagt, ich traue Elgato jetzt nicht zu 100%. Da muss es irgendwo einen zweiten Schalter geben. Anders kann ich es mir echt nicht mehr erklären. Da irgendwo. Da ist das rollende Ding. Da ist eine Magnetspule. Irgendwo da unten war ja noch das eine Loch, wo ich mich reinkullern musste. Hier fliegen überall kleine Wesen rum, bei denen ich nicht weiß, ob die mich sofort angreifen werden. Schaff ich's? Ich schaff's. War hier noch was anderes neben dem Speicherpunkt? Was? Hinweise zur Sicherheitsgletscher 1 vorgenommen. Forschungsbereich zuweisende Personal hat sich direkt zum Kontrollpunkt zu begeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine neue Notiz war, weil wir jetzt viel daran erforscht haben, oder ob ich das letzte Mal einfach vergessen habe. Den violett markierten Türen ist in Richtung Süden zu folgen, um zum Forschungslabor Hydra zu gelangen. Violett? Ja. Wavebeam. Wie komme ich jetzt weiter? Ich würde nämlich sehr gerne dahin und die Kuppel besuchen.
Die Kuppel, bei der ich das dumme Gefühl habe, dass ich vor vielen Jahren da mal war. Dass mich da ein Boss erwartet, den ich vielleicht sogar noch kenne. Ich habe da so ein Gefühl. So langsam kommen nämlich ein paar Erinnerungen hoch. Ich wusste noch gar nicht, dass ich damals so weit war. Ich kann die kleinen Viecher nicht treffen. Ach, was soll's. Wir können das ja auch ohne Speicher machen, ne? Dass wir zumindest voll aufgeladen sind. Und dann springe ich einmal runter, um zu gucken, ob ich hier noch was finde. So, Sturzschaden brauchen wir nicht zu befürchten, gibt's hier gar nicht. Sehr schön. Läuft alles gehopst wie gesprungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist oder richtig ist, aber anscheinend muss ich das hier doch nicht machen. Okay, die Schalter sind jetzt nicht mehr wirklich vonnöten. Es kann echt nur an dem einen Schalter da oben gelegen haben, das ganze Debakel hier. So. Da ist aber auch noch was. Was ist denn das hier? Nicht ins Wasser, bitte. Ach, hier war ein Energietank. Ja, huch! Ja, huch! Schön. Dann haben wir den jetzt auch. Schön. Besser spät als gar nicht, ne? Okay, die Schiene führt einem dann dahin, dass man so wieder dahin kommen kann. Das ist eigentlich auch gut zu wissen. Damit man die Sprungpassagen hier nämlich endlich mal vergessen kann. Die nerven nämlich so langsam. So. Ich würde gern weiterkommen, Leute. Bitte. Wenn ich jetzt oben bin, möchte ich, dass der Schalter sofort funktioniert. Nicht sofort. Sonst gehe ich nach Nintendo und beschwere mich. Na, eigentlich zu Retro Studios. Nein! Oh, Mann! Alter, das ist doch jetzt echt nicht wahr. Oder muss ich sogar noch weiter zurück? Das ist ja wohl nicht der Fall, ne? Geht das überhaupt wieder auf, wenn das Wasser unten ist? Ja. Aber da möchte ich eigentlich gar nicht hin. Ich glaube auch nicht, dass ich hier hin muss. Ich muss nach oben. Komm, rutsch hier nicht ab. Ist zwar nass und kalt hier, aber rutsch hier bitte nicht ab, Samus. Ich will weiter. Oh, der Part ist so lang. Und es ist null Fortschritt zu spüren. Komm schon. So, wieder oben. Hoppa.
So, was mache ich jetzt hier? Die Tür wird nicht mit Energie versorgt. Verwitterung. Scan deutet darauf hin, dass sich eine Energieleitung hinter dem Gebilde befindet. Also mit anderen Worten, baller das Gebilde weg. Wie wär's denn mit Supermissiles? Darauf bin ich gar nicht gekommen. Aha. Späte Einsicht. Aber hey. Mann. So. So, dahinter ist wahrscheinlich die nächste Kugel, die ich gleich ansaugen werde, ungewollt. Aber dann ist der Gegner wenigstens weg. Und wir nähern uns jetzt endlich mal der Kuppel. Das hat eigentlich auch was mit dem schmalen Gang hier. Uah. Okay. Ja, geil. Gut. Und was sich hinter dieser Tür befindet, sehen wir dann im nächsten Part, mein Lieben. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen, ja, rumgeeiert bin, aber es bleibt dort leider auch nicht aus. Danke für eure Geduld mit mir und bis bald. Tschüss.